Hallo Borg, Heide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Der August ist jetzt ins Land gegangen, jetzt haben wir schon den 2. September, war wieder viel los gewesen am Wochenende, unter der Woche ging es ja immer noch, aber am Wochenende brennt hier in Borg, Heide fast regelmäßig die Luft, wie man so feststellen kann. Jo, was haben wir? Gesundheitswoche natürlich. Ging schon so richtig los am Samstag mit Sportfesten und mit Veranstaltungen auf dem Schulgelände. Man konnte überall gar nicht dabei sein. Ich war mal kurz auf dem Sportplatz gewesen, da war allerdings schon fast alles vorbei. Da haben die Kinder schon ordentlich geschwitzt, weil es war ja noch bis gestern richtig heiß gewesen. Gestern war ich noch mal kurz bei den Näherinnen drin gewesen, die dort fleißig genäht haben, Herzen, Kleidung, Einkaufstaschen und Gemüsebeutel und so weiter und so weiter. Ich habe euch hier ein paar Fotos mit reingepackt, so dass ihr das mal sehen könnt, was die da so gemacht haben. Und gehen wir gleich mal weiter. Es ist ja immer noch Gesundheitswoche, aber apropos Gesundheit. Darauf kann natürlich nun auch die kleine Elaine hoffen, denn so wie wir lesen konnten, wurde für sie endlich ein Spender gefunden. Jetzt drücken wir ihr nur noch die Daumen, dass sie endlich richtig gesund wird. Jo, dann gab es noch Nachrichten von den Senioren für Borgheide. Ja, hier gibt es nicht nur junge Leute, auch ältere. Und auch die machen was. Und bei den Senioren ist weiterhin ist auch immer wieder etwas los. Und so starten sie in diesem Herbst mit einem Grillfest. Und zwar am 12.09. um 15.30 Uhr am Gemeindehaus Borgheide. Wer daran interessiert ist, kann nach einer Voranmeldung unter der Telefonnummer 033 845 30168 welche bis zum 1.9.2019, das sollte ja schon vorbei sein, erfolgen sollte, gern dazu stoßen und teilnehmen. Jedenfalls habe ich es erstmal bekannt gegeben, vielleicht funktioniert es ja doch noch. Ja, wie man sieht, lohnt es sich, wenn man sich den Senioren auch anschließt. Der Wahlspruch, lieber gemeinsam als einsam, hat weiter Bestand. So sollte es weitergehen und die Senioren wollen mit Gemeinsamkeit und gegenseitiger Hilfe ihre Gruppe festigen. Auch gibt's Informationen von der Gaststätte am Waldbad. Dort geht's auch so richtig zünftig weiter. Allerdings schon ein bisschen früh. Und zwar im September. Oktoberfest im September. Warum? Ja, weil sie es können. Und zwar am 28.09.2019 ab 17 Uhr heißt es dann wieder, Ozapft ist. Wer da Lust hat, kann sich seine Krachledernen anziehen und sich zu einem zünftigen Bier und einer Brezel dort im Waldbad, in der Gaststätte am Waldbad einfinden. So, jetzt kommen wir doch mal schnell zur DLRG. Leider musste die DLRG drei ihrer Mitkämpfer dort absagen, hätte ich schon fast gesagt, verabschieden. Zwei gehen ins Ausland, einer geht in die Lehre und was der Enrico dazu zu sagen hat, seht ihr hier. Ja, liebe Leute, leider Gottes schweren Herzens möchte ich heute drei unserer Kameraden verabschieden, die verschiedene Wege in ihr Leben gehen. Zu einem, die beiden Zwillinge werden für ein Dreivierteljahr weit ins Ausland fahren. Wir werden uns dann hoffentlich nach diesem Dreivierteljahr wieder beehren und für uns mit tätig sein. Und die dritte Person ist der Florian, mein Sohnemann, der ab Montag eine Ausbildung bei Ulm beginnt und uns dann auch nicht mehr zur Verfügung steht. Schade ist es, wir verlieren drei Sanitäter und schade ist es, wir verlieren drei Rettungsschwimmer, die ihre Sache gut gemacht haben. Ich wollte die Jungs jetzt nicht einfach so davonziehen lassen, ohne was, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich wollte sie dann schon mal ein bisschen ehren. Deswegen haben wir uns für ein T-Shirt entschieden, was sie mit Stolz in Neuseeland tragen dürfen. Jakob, einmal für dich. Florian, einmal für dich. Und Johann, einmal für dich. Danke. Also, meinen besten Dank für euren bisherigen Einsatz. Flori, Jakob, würde ich euch bitten, dass ihr es mal anzieht und mal allen zeigt. Ja, alles Gute den dreien. Kommt gut, gesund wieder zurück irgendwann mal, wenn ihr fertig seid. Und dann steht ihr sicherlich auch wieder der DLRG und als Rettungsschwimmer zur Verfügung. So, jetzt landen wir schon fast beim Sport. Was war los gewesen? 10. Quattro Beach Festival im Waldbad Borgheide. So, ich will gar nicht dazu viel sagen, denn Matze hat dazu einen ellenlangen Film gemacht und schon so auf Überlänge gestrickt. Schaut's euch einfach mal an.
Hallo Matze. Hallo Lutze. Hier im Waldbad Borkheide bei 33 Grad. Ach so, circa, ja. Ja? Und beim letzten heißen Tag der Woche. Weil es nicht heiß genug ist, gibt es hier Leute, die machen sich noch heißer. Wer ist das? Ja, drüben kocht es auf dem Volleyballplatz beim 10. Quattro Beach Volleyballturnier. Ja. Ja. Bei der Hitze. Bei der Hitze? Ja. Ja, die können das. Wir haben aber auch Wasser hingestellt, dass da drüben die Leute auch gut versorgt sind bei dem Wetter mit Getränken. Und die haben schön Sand? Sand. Wasser? Wasser. Wie viele Mannschaften haben wir? Ich glaube, wir sind bei 6 Mannschaften angekommen heute. 6 Mannschaften? Ja. Und wie gesagt, das in die Kamera gucken, das ist nicht immer nach da hinten. Gucken. Da hinten sieht dich keiner. Nein, Zehnte. Das Zehnte. Das Zehnte. Quattro Beach Volleyballturnier. Quattro Beach. Wir kommen hier zur Siegerehrung. Gewonnen hat Borkheide News TV. Volleyballturnier, ja. Hier sind viele Leute noch, wie ich gesehen habe, aber noch nicht genug, oder? Tag der offenen Tür. Tag der offenen Tür, ja. Wir haben halt einfach mal das Tor aufgemacht, weil man hat ja auch, wenn die ganze Mannschaft noch Fans mitbringen, würde man ja laufen hin und her rennen. Und dann haben wir gesagt, ach komm, die Saison war auch wieder schön. Ja. Machen wir aber noch mal einen Tag der offenen Tür. Einfach so. Zur Überraschung der Badegäste. Die richtig schön, wird die nachher noch Automaten nicht finden konnten. Der Grill angemacht, habe ich gehört. Ja. Für die Spieler? Die Sportler werden noch begrillt, ja, genau. Das ist in der Startgebühr mit drin. Ja, wir haben natürlich hier Haufen Gäste, die auch ab und zu mal winken. Was ich noch mal frage, Wassertemperatur? 24,27 Grad. Ist das warm? Für mich 2 Grad zu warm, zu kalt. Also keine Badewassertemperatur für Matze jedenfalls nicht. Ich habe dieses Jahr schon abgebadet. Also ich war auch nachweislich mehrfach im Wasser dieses Jahr. Und wir haben ja heute nicht Montag, sondern Sonntag. Und ab morgen sind verkürzte Öffnungszeiten? Ja, ab dem Montag, also jetzt, wenn wir das in der Sendung heute bringen, sind schon die verkürzten Öffnungszeiten für die 2 letzten Wochen der Waldbadsaison. Die 2 letzten Wochen und danach, sei denn, es wird nochmal richtig heiß, verlängert wie letztes Jahr? Wie letztes Jahr, wie vorletztes Jahr, wir werden mal sehen, aber ich glaube jetzt mit dem Wetterumschwung geht es natürlich doch rapide abwärts mit den Temperaturen und ja, ich denke mal auch, dass wir dann die 2 Wochen verkürzt von 11 bis 18 Uhr hier geöffnet haben. Und es wird ja abends auch früher dunkel und die Wiese ist früh morgens auch noch nass. Da will man sich auch nicht mit einem trockenen Handtuch in die nasse Wiese. Weißt du, wie es ist? Ja, gut, trocknet ja schnell wieder. Aber sag mal, eine Frage habe ich noch. So, auch geschätzte Gästezahl dieses Jahr? Ja, 20.520 bis eben gerade. Ich habe gerade zufällig nachgeguckt. Super, und letztes Jahr? Das kam jetzt total unvorbereitet. Letztes Jahr hatten wir doch so um die 25.800 bis 27.000. Das reguliert sich mal so ein bisschen. Das ist ja nicht, muss auch nicht jedes Mal so sein. Sonst sitzen die hier wie die Heringe und man hat keinen Platz mehr zum Schwimmen. Oder? Ich glaube, wir haben eigentlich hier eine schöne Anlage im Waldbad und ja. Also die alle, die herkommen, haben, fühlen sich mal, wohl. Was? Eine dumme Frage, sag mal, die weitesten Gäste. Die weitesten Gäste? Ja. Hast ich weiß nicht drauf irgendwie, woher die kommen? Na, Entfernung natürlich. Ach nee, das habe ich jetzt, da steht natürlich nicht auf der Karte drauf, wenn die sich eine Karte kaufen. Ne? Nee, wenn sie Karte kaufen, nicht da. Unser weit entferntestes Vereinsmitglied wohnt in der Nähe von Bonn, das kann ich sagen. Okay. Ja. Das war jetzt ein Wink nach Bonn. Ja, übrigens schönen Gruß nach Bonn, ja, hier aus Borkheide. Ja, ist knapp neben Berlin, also Berlin. Bonn habe ich schon mal gehört. Fast Berlin, grüßt Bonn, naja. Bonn habe ich schon mal gehört. So, sollen wir jetzt mal aufhören? Das wird hier nur noch komisch, glaube ich. Wir hören jetzt auf. Okay, das war es hier erstmal aus dem Waldbad. Am letzten Tag mit den regulären Öffnungszeiten, ab morgen verkürzte Öffnungszeiten. Und dem letzten sonnigen Tag. Abwarten. Das werden wir gleich im Wetter sehen. Und tschüss. Im Wetter werden wir mehr über das Wetter der kommenden 2 Wochen erzählen. Und tschüss. Lutze, vergiss nicht, das Wetter anzusagen nachher. Ich komme dann nochmal mit dem Wetter vorbei. Und tschüss. Matthias. Lutze. Du hast die Kamera an, nehme ich stark an. Lass mal bitte meine Muschi zufrieden. Matthias. Lutze, richtig. Wie konntest du dir meinen Namen merken bis heute? Wie viel Grad haben wir? 33? Siehst du hier irgendwo die Grad? Du willst mich eigentlich fragen, was heute hier los ist, Lutze. Ja. Aber ich will erst mal wissen, wie heiß es hier ist. Weiß ich nicht. Das ist der letzte heiße Tag. Das ist nicht der letzte heiße Tag. In dieser Woche ist das der letzte heiße Tag? In dieser Woche tatsächlich, ja. Ich würde behaupten, ja, dass du recht hast. Jetzt können wir, laufen die Einblendungen. Jetzt müssen wir nicht reden. Jetzt sehen die Leute die Einblendung. Welche Einblendung? Sprechen wir doch. Einblendung vom. Wir fangen nochmal von vorne an. Volleyballturnier. Weiter. Wie gesagt, musst in die Kamera gucken. Das ist nicht immer nach da hinten. Gucken. Da hinten sieht dich keiner. Nein, Zehnte. Das Zehnte. Das Zehnte. Quattro Beach Volleyballturnier. Quattro Beach.
noch. So auch geschätzte Gästezahl dieses Jahr? Ja, 20.520 bis eben gerade. Ich habe gerade zufällig nachgeguckt. Super, und letztes Jahr? Das kam jetzt total unvorbereitet. Stimmt doof an, ne? Ich muss mal kurz. Oh Mann. Mir läuft das Wasser hin. Das ist nicht einfach. Drei. Ja, lass mal. Ach so. Ja. Du brauchst das Mikrofon gar nicht. Ich kann auch nach vorne reden, das bleibt im Ton so. Wunderbar. Haltet einfach in die Mitte. Ja, man sollte gar nicht glauben, wie oft wir das Gesabbel neu starten mussten. Das klappt halt nicht immer auf Anhieb. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. So, jetzt noch zum Sport. Der BSV 90 hatte ja frei, da Beelitz das Match abgesagt hat. Es wird am 13.10. um 12 Uhr in Beelitz nachgeholt. Leider bekommt Beelitz oder hat Beelitz nicht genug Spieler zusammenbekommen. Das nächste Spiel für den BSV 90 findet allerdings am nächsten Sonntag statt, also am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Borkheide, und zwar ist dann der SV Traktor Schlalach zu Gast. Und für alle Schlachtenbummler, ihr seid natürlich aufgerufen, die Mannschaft wieder zu einem Sieg zu pushen. Bringt mal ruhig laute Trillerpfeifen, Trommeln und dergleichen mit, um die Jungs mal so richtig schön anzutreiben. So, dann war allerdings doch Fußball gewesen, und zwar nicht die Herren, sondern die E-Jugend hatte ein Spiel, und zwar in Babelsberg gegen Babelsberg 033. Und dieses Spiel haben sie gewonnen. Dass die Spielergemeinschaft Brückborgheide ist der Jahrgang 2009-2010. Und sie haben 4-0 einen Auswärtssieg eingefahren. Und auch da habe ich eine kurze Info darüber. Leider keine Bilder. War das warm heute? Verdammt warm. Entsprechend schwer taten sich die Jungs bis zur Trinkpause nach 12 Minuten. Entsprechend dem Wetter bekamen sie ein ordentliches Gewitter zu hören. Es zeigte Wirkung und die Jungs besannen sich auf ihre Qualitäten, passten nach außen auf Henry, der wiederum passte flach ins Zentrum und Mika schob schon überlegt zur Führung ein. Pause, also Halbzeitpause. In der zweiten Halbzeit machte sich die Physis der Mannschaft immer besser zu bemerkbar. Eckball von Mika auf Moritz, 2-0. Nun lief die Kugel und die Laufbereitschaft war überragend. Nächste Ecke von Mika auf Ben, 3-0. Der Druck nahm zu und die Jungs schossen aus allen Lagen. Ein Ball konnte der sonst gute Torwart von Babelsberg nicht festhalten. Henry stand richtig und schob den Abpraller zum 4-0 ein. Feierabend. Fazit, alle Jungs haben sich ordentlich reingehauen und Rares war ein absoluter Topform heute. So, jetzt bin ich schon gleich durch, glaube ich mal. Gleich ist gut. Nur noch Matzes Aussichten zum Wetter in dieser Woche. Matze, erzähl. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Der meteorologische Herbst hat begonnen und damit auch gleich der Temperatursturz. Der Sonntag war nochmal schön, aber am Sonntagabend konnte man auch schon spüren, dass die Warmfront abgezogen ist. Und so wird es auch die nächsten ein, zwei Tage bleiben. Also jetzt der Montag ist schon ein bisschen frischer und mit ein bisschen mehr Wind. Sonne scheint zum Glück noch. Mittwoch wird es nochmal leicht bis auf die 26 Grad nach oben gehen. Aber dann Donnerstag, Freitag wird es durchaus wechselhafter und auch wieder kühler. Das als grober Ausblick und in Kürze für diese Woche. Tschüss! Ja, okay, der Sommer scheint langsam vorbeizugehen. Also so Mitte 20 Grad sind ja eigentlich noch gute Temperaturen. Wir wollen mal nicht meckern. Es ist ja besser, als wenn es zu heiß wäre. Ein bisschen Regen täte ja Not. Vielleicht müssen wir da noch mal dran eine kurbeln, Matze. Aber ansonsten vielen Dank fürs Wetter. Und natürlich danke an Zuschauern hier bei Borkheide News TV. Wie immer, euer Lutze. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Und tschüss. Ah!